Aber pass auf. Die von Anstetten will, dass ich ab sofort für sie modele. Na, wie sieht's aus? Feier mit deinen Freunden. Ups, ganz vergessen, hast ja gar keine. Gib mir die Mappe. Nur über meine Leiche. Muss ich noch deutlicher werden? Diese Dokumente gehen Sie überhaupt nichts an. Mein letzter Wille, Johannes Graf von Lichtenstein. Das gibt's ja wohl nicht. Ein alter Entwurf. Setze ich meine Tochter Carla zur Alleinerbin ein? Ein alter Entwurf? Für wie blöd hältst du mich? Das war eine Kopie, stimmt's? Wo ist das Original? Und wie habt ihr... Ansgar. Wie oft denn noch? Die Chefin ruft mich an, ich öffne den Safe. So lautet die Ansage. Sag mal, warst du bei meiner Hochzeit besoffen? Ich bin mit Tanja verheiratet. Ich kann ihr tun und lassen, was ich will. Ja, aber ich arbeite für deine Frau und ich tue das, was sie mir sagt. Wenn du nicht sofort den Safe aufmachst, dann... Kein Stress. Guck mal, was sich machen lässt. Ihr steckt doch alle unter einer Decke. Was haben Sie erwartet? Dass wir tatenlos mit ansehen, wie Sie sich das Erbe meines Mannes unter den Nagel reißen? Ach, und da hat Ansgar sich ganz plötzlich an das Originaltestament erinnert, mit Carla als Alleinerbin. Damit ich nicht die Holding bekomme, auch wenn ich das Sorgerecht für Hannes habe. Und? Liegt das Original schon beim Notar? Wenn ja, wäre das sehr schlecht für die liebe Natalie. Denn die Beweise für ihre Unschuld liegen in meinem Safe. Und Olivia wird sie mit ihrem Leben verteidigen. Sie geht nicht ran. Käffchen. Der Safe, sofort. So. Sag mal, Lydia, du hast dich seit gestern ordentlich verändert. Gefällt's dir? Überleg dir gut, was du sagst. Ich, find's gut. Ja. Glück gehabt. Na? Und wenn ich's doch mit Schwarz versuche? Dann kaufe ich dir eine Mütze. Keine Sorge, die Depri-Phase ist vorbei. Ich habe total Lust, heute Abend wegzugehen. Ja, wozu warten? Am Rhein hat ein neuer Beachclub aufgemacht und ich kenne DJ. Na los, trinkt aus. Na komm. Jetzt sofort? Ja klar, es gibt coole Musik und Sonne, Cocktails. Sand? Männer. Mal sehen, wer mehr abkriegt. Ja, ja, von dem Beachclub, von dem habe ich auch schon gehört. Gib mir 5 Minuten und ich komme mit. Ja. Also eigentlich... Ja, was denn? Ihr wollt unter euch bleiben, oder wie? Ja. Außer du hast Bock, uns beim Flirten zuzugucken. Ja. Na komm. Olivia, nicht den Safe öffnen. Ja, das ist zu spät. Ansgar hat die Unterlagen. Was? Ich habe gesagt, sie sollen sie bewachen. Ja, aber nicht mit meinem Leben. Das klären wir später. Wann ist der weg? Gerade eben. Das schaffe ich noch. Moment! Sie werden Ansgar nicht vom Büro des Staatsanwalts abfangen. Lass mich vorbei! Halt sie auf, Leonard, bitte! Ansgar hat die Beweise. Sie will sie ihm abjagen. Wir müssen sie hier irgendwie festhalten. Kein Problem. Die kommt ja nicht weg. Und wenn ich sie einsperren muss... Ich finde es ja schön, dass du wieder arbeiten willst, Olli. Ehrlich, Charlie, ich bin topfit. Und was ist mit deinen Kopfschmerzen? Die sind halb so wild. Mach dir bitte keine Sorgen. Hi. Hallo. Hey. Wollten wir uns nicht erst zu Hause treffen? Ja, schon, aber der Typ vom Rheinländischen Echo, der hat mir gemeldet und die Fragen rübergeschickt für den geplanten Artikel. Ah. Mhm. Sind Boxer im Alltag generell gewaltbereiter? Was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Ja, die anderen sind auch nicht besser. Aber er hat gesagt, wir brauchen uns nicht sklavisch dran halten. Also, hast du nicht vielleicht eine Idee? Schauen wir. Also ich bin ja auch noch da, ja? Gestern hat der CD angerufen. Wenn die mich exklusiv wollen, das wäre der Hammer. Olivia?
Olivia! Sorry, Verena, ich hatte einfach einen stressigen Tag. Olli, du kannst sie doch nicht ewig ignorieren. Doch. Denk dran, was Lars gesagt hat. Du bist der Einzige, der ihr was bedeutet. Sprich doch wenigstens mal mit ihr. Sag mal, wieso bist du eigentlich plötzlich auf ihrer Seite? Ich kann einfach nicht so schnell vergessen, dass sie uns erpresst hat. Ja, aber du bist der Einzige, auf den sie hört. Bitte, Olli. Bin ich Sozialarbeiter? Im Moment gibt's für mich einfach wichtigere Sachen als Olivia. Zum Beispiel das hier. Es ist vorbei, Natalie. Kein Körperkontakt. Hast du die Beweise? Sind schon beim Staatsanwalt. Und was, wenn dieser Perez nicht aussagen will? Das ist völlig unwichtig. Ich habe in Tanjas Tresor die Fotos von diesem Ornithologen gefunden, der dich zufällig fotografiert hat. Das beweist, du hast ein Alibi. Und wenn der Staatsanwalt es nicht glaubt? Natalie, versteh das doch. Er hat die Klage bereits fallen lassen. Du kommst morgen hier raus. Ist das wahr? Ja. Bitte kein Körperkontakt. Ist ja gut, sie Feldwebel. Morgen kann uns das niemand mehr verbieten. Dann hole ich dich hier ab und wir feiern deine Freiheit, nur wir beide. Das verspreche ich dir. Morgen ist wirklich alles vorbei. Morgen beginnt unsere Zukunft. Und dann kann uns nichts mehr trennen. Nichts und niemand. Location, oder? Eindeutig mehr Sand als Männer. Und hier ist was frei. Oh. Tja, da ist wohl nur Platz für zwei. Hm. Und ich würde sagen, wer steht, zahlt die erste Runde. Na gut, aber die zweite Runde lassen wir uns spendieren. Ah, warte. Stimmt so. Mhm. Danke. Ja. Hätte nicht gedacht, dass das mit dir so glatt laufen würde. Ja, alles bestens. Ja, sieht so aus. Ja, da sollte man drauf anstoßen. Ja, genau. Aber eine Bar. Und? Ist doch besser, als zu Hause zu hocken, oder? Hier kommt richtiges Urlaubsfeeling auf. Und ein bisschen Bräune ist auch noch drin. Cheers. Dann sagt er zu mir, deine Haut sieht heute so beschissen aus, das schafft doch nicht mal die Softbox. Mann. Psst, warte mal kurz. Axel, hast du das Schild nicht gesehen? Wir müssen draußen bleiben. Ey, Spuckenfresse. Pfeift eure Paparazzi zurück oder ich werd sauer. Ach, dann hat sich das rheinländische Echo also schon bei dir gemeldet. Der Typ hat voll die beklagten Fragen gestellt. Ob es stimmt, dass ich arme kleine Schwuchteln verhaue. Ach, und was hast du gesagt? Kein Kommentar natürlich. Alles erstunken und erlogen. Also doch ein Kommentar. Ich warne dich. Wenn ich meinen Namen in der Zeitung lese, verpasse ich euch eine... Was? Verleumdungsklage, wollte ich sagen. Verlassen Sie mein Lokal. Unverzüglich. Jetzt mischte ich auch noch Mutti ein. Ist echt zum Wegrennen. Alles okay? Klar, der Typ macht mir keine Angst mehr. So eine Frechheit, dass der sich hierher traut. War das der Typ, der Olli zusammengeschlagen hat? Ja. Und falls er noch mal hier auftauchen sollte, Angelo, rufen Sie sofort die Polizei. Wegen Hausfriedensbruch. Mhm. Krass, dein Cousin wurde verprügelt? Sieht fast so aus. Tja, und dann habe ich Tanja so lange festgehalten, bis Ansgar angerufen hat. Dass die Unterlagen beim Staatsanwalt sind. Ganz genau. Und wo ist Tanja jetzt? Tja, das ist das Problem. Ich habe sie im Eiskeller eingemauert. Das war ein Witz. Ich seh's. Schade. Ich hoffe, ich störe euer konspiratives Treffen nicht. Ist ja süß, dass du auch mitspielen darfst. Suchst du was? Ja, mein Mann. Der ist bei Natalie. An deiner Stelle würde ich mich beeilen, dann bist du vielleicht mit dem Kofferpacken fertig, bevor er zurückkommt. Oder besser noch, warum reichst du nicht gleich die Scheidung ein? Ja.
Was willst du eigentlich noch hier? Als wenn es mir nur um die Holding ginge. Warum denn sonst? Doch nicht etwa um deinen Sohn. Den benutzt du doch eh nur als Mittel zum Zweck. Was weißt du eigentlich, hä? Ich liebe Hannes und ich werde um ihn kämpfen. Wow, eine Hauptrolle wäre es schon wert. Ach, Tanja, falls ich dich eben, naja, du weißt schon, etwas hart angefasst haben sollte, dann tut mir das überhaupt nicht leid. Noch nicht. Sebastian? Hi. Wieso bist du nicht im Büro? Feierabend. Wieso bist du nicht in der FH? Girls Day. Mit Lydia. Also ist echt besser, wenn du dich verziehst, bevor sie dich sieht. Ich kann mich jedes Mal abhauen, wenn ich sie zufällig irgendwo treffe. Du kannst schon, du willst nur nicht. Sebastian, sei mir nicht böse, aber Lydia geht es gerade ein kleines bisschen besser. Und ich habe Angst, dass du sie gleich wieder runterziehst. Ja, okay. Rebecca, wo bleibst du? Ich hab nicht gewusst, dass er auch da ist. Kommst du, ich brauch Bewegung. Entschuldige bitte, ich hab mein Haarband verloren. Das muss hier irgendwo noch rumliegen. Sekunde. Lars, ich ruf dich später nochmal an, ja? Servus. Hör mal, ich bin blond, aber nicht blind. Du hattest doch vorhin die Haare offen, von wegen Haarband. Also, um was geht es? Um Olli? Ist er wirklich von diesem Axel zusammengeschlagen worden? Warum? Weil er mit Christian zusammen ist. Und dieser Axel hat offenbar ein Riesenproblem damit, dass ein schwuler Boxer ihn besiegt hat. Aber dann gehört der Typ eingebuchtet. Wem sagst du das? Aber unsere Klage wurde abgewiesen. Wegen Mangel an Beweisen. Ihr wart also sogar schon bei der Polizei? Mann, warum sagt mir das denn keiner? Ich muss doch sowas wissen. Olli wollte das nicht. Das glaube ich doch nicht. Der ist bestimmt total fertig. Mann, der braucht mich doch jetzt. Was Olli braucht, ist vor allem Gerechtigkeit. Und keine Egoistin, die nur an sich denkt. Muss es unbedingt Austern sein? Wo soll ich sie heute Abend noch herbekommen? Wenn ich zu den Austern frischen Pferdemist möchte, fragen Sie, von welchem Pferd? Ist das klar? Worauf warten Sie? Auf den Gong? Tanja, Tanja, Tanja. Das Personal kann doch nun wirklich nichts dafür, wenn du dich reinlegen lässt. Mein Gatte auf Triumphzug. Toll, wenn alles so klappt, wie man sich wünscht. Was? Nicht ganz. Ich hatte in dem Tresor eigentlich Hinweise auf deinen Handlanger, diesen Peres, erwartet. Was finde ich stattdessen? Die Fotos? Noch besser. Dann ist meine Überraschung ja gelungen. Ich fand, meine war besser. Elisabeth hat mir am Telefon erzählt, wie wütend du geworden bist und dass du die Kopie zerrissen hast. Wir haben sehr gelacht. Was hast du eigentlich davon? Mir reicht dein dummes Gesicht. Oh, bitte. Erst habe ich gedacht, Ansgar hasst dich so sehr, dass er dafür sogar auf die Holding verzichten würde. Dann aber wurde mir klar, nicht Ansgar. Du hast einen Deal mit Carla, stimmt's? Na schön, wenn du schon fragst. 25% und einen Sitz in der Firmenleitung. Aber immerhin hast du es ja geschafft, meine Familie wieder zu vereinen. Gegen dich. Glaub nicht, dass ihr mich so schnell loswerdet. Doch, Tanja, jetzt werd doch nicht gleich paranoid. Ich brauch dich noch. So lange, bis ich das Sorgerecht für Hannes wieder hab. Und geh dann doch zum Teufel. Dann hab ich doch geheiratet. Jetzt komm schon, nur ein Bier. Ja. Oder denkst du immer noch an Axel? Los. Nein, ist okay. Hey. Hi. Hallo. Und tschüss, wir sind unten. Falls ihr Hunger habt, Herd, Topf, Risotto. Oh. Was ist, kein Hunger? Nö, ich bin irgendwie K.O. Übrigens, es tut mir leid wegen Sebastian. Wenn ich gewusst hätte, dass er auch da ist, dann wärst du Uri Geller. Ich hab's ja überlebt. Es war echt super, wie du ihn hast abblitzen lassen. Ja, ganz richtig. Einfach umdrehen und weiterfeiern. Oder hast du uns was vorgemacht? Wie denn bei den vielen Cocktails?
Was ist? Habe ich einen Sonnenbrand? Jedenfalls keinen, den man sieht. Also, wie wär's? Risotto aufwärmen? Ehrlich gesagt, mein Bett wäre mir lieber. Aber wir telefonieren, ja? Ciao. Ciao. Naja, Essen nach 18 Uhr macht ja eh nur fett. Ich werde noch was lernen, dann hast du deine Ruhe. Viel Erfolg. Manager-Affäre, steigende Benzinpreise. Hey, und hier, Signale aus dem All. Da interessiert sich doch kein Schwein für unseren Artikel über Axel. Es geht doch nicht nur um Axel, sondern um das Thema im Allgemeinen. Natürlich interessiert das die Leute und nicht nur Schwule. Ach, meinst du nicht, wir sollen uns das noch mal überlegen? Na toll, Axel brüllt und wir kuschen? Nee, es ist an der Zeit, dass man diesem Idioten endlich mal zeigt, dass er damit nicht durchkommt. Lass mich mal. Typen wie Axel laufen frei rum und andere sitzen fürs Schwarzfahren. Ich weiß. Christian, ich find's auch unfair. Aber dann wissen wenigstens alle über ihn Bescheid. Ja, genau. Und Axel startet eine Anklage wegen Verleumdung. Ja, und selbst wenn. Carla hat gesagt, das ist für sie völlig okay. Hey, das Wichtigste ist, dass wir jetzt nicht klein beigeben. Wahrscheinlich hast du recht, aber mich regt es einfach auf, dass sonst keiner was tut, um so einen Typen ranzukriegen. Wow. Was machst du mit so viel Power? Kannst du drauf wetten? So, fertig. Super. Danke. Ohne dich wäre ich wahrscheinlich aufgeschmissen gewesen. Ich bin übrigens Pamela. Wie Pamela Anderson? Cool. Ich bin Axel. Ach, wie Axelschweiß. Witzig. Okay, kann ich dich auf einen Drink einladen? Klar. Aber zahlen tue ich. Ich bin nämlich Gentleman, weißt du? Gentleman. Sehe ich mal sofort. Kommt Elisabeth nicht zum Frühstück? Nein, ich glaube, ihr Masseur ist gerade da. Schön. Ich wollte mich noch bei ihr bedanken. Bei dir übrigens auch. Wenn du Tanja nicht aufgehalten hättest. Ja, keine Ursache. Für irgendwas muss das extrem Bodybuilding ja gut sein, ne? Und was machen wir jetzt alle mit ihr? Sollen wir alle Kampfsport lernen? Das wird nicht nötig sein. Sobald das Sorgerecht geklärt ist, werde ich sie irgendwie los und dann sitzt hier wieder Nathalie. Guten Morgen. Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Nathalie freut sich schon. Auf dich oder auf den nächsten Spirituosenladen? Auf ihre Freiheit. Und die werden wir beide gebührend feiern. Ganz allein. Toll, das hört sich an, als konnte ich eurem langweiligen Sexleben ein bisschen auf die Sprünge helfen. Es freut mich. Ich hoffe, ihr seid allein. Keine Sorge, du bist nicht eingeladen. Mich meinte ich auch gar nicht. Ich will nur nicht, dass das Jugendamt irgendwas mitbekommt. Du weißt ja, sonst kriegen wir das Sorgerecht für Hannes nicht wieder. Tanja, wenn ich will, kann ich sehr diskret sein. Das müsstest du doch wissen. Spätestens seit gestern. Bis heute Abend. Schöne Grüße an Nathalie. Ja, von mir auch. Danke. Na? Worüber denkst du gerade nach? Wie du es uns heimzahlen kannst? Nur bei einem Trinkspruch. Auf Ansgar und Nathalie. Und dass das Glück so lange hält wie beim ersten Mal. Far, far, there was this little girl. She was praying for something to happen to her. Every day she writes words and more words just to spit out the thoughts that keep floating inside. And she's strong when the dreams come, cause they take her, cover her, they are over her. I
Ich wollte gerade meinen Kajal nachziehen. Komisch, der lag nämlich gerade vor der Tür. Musst du wohl verloren haben. Ah, verstehe. Ich hab's versucht, ich hab's wirklich versucht, aber kaum sehe ich ihn. Hey, das ist doch ganz normal. Nein, das ist total schwach. Warum kann ich mich nicht einfach zusammenreißen? Warum können Männer nicht reden und gleichzeitig Bier trinken? Jeder ist, wie er ist. Ja, und ich bin der absolute Stimmungskiller. Das bist du nicht. Ja, aber schau mal, gestern zum Beispiel, da hatten wir total viel Spaß und ich heule jetzt hier schon wieder rum. Das muss dich doch total nerven. Quatsch. Freunde müssen sowas aushalten. Bin ich wegen Sebastian schlecht drauf? Dann bin ich für dich da. Bierchen? Oh, lieber eine Cola. Hey, Trixie. Ein Alt und eine Cola. Trixie, du bist öfter hier, oder? Das ist mein zweites Zuhause. Und du bist Sportler? Boxen. Mittel, aber bald Schwergewicht. Deswegen bist du so gut durchtrainiert. Willst du mal fühlen? Wow. Bist du ein Champion oder sowas? Fast. Kennst du dich aus? Ich liebe Boxen. Ich stelle mir immer vor, dass die Jungs im Ring sich nur wegen mir prügeln. Und ich könnte wetten, du bist privat auch so ein Typ, der nicht lange fackelt. Nicht bei so einer heißen Chica wie dir. Nein, ich meine, wenn jemand so richtig auf die Nerven geht und du ihm am liebsten einen in die Fresse hauen würdest. Was ist denn? Strange. Irgendwas an dir kommt mir total bekannt vor. Kennen wir uns? Eine Cola in Alp? Super. Danke dir. Gräfin Lahnstein, was bedeutet es, Sie wieder in Freiheit zu sein? Ja, 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 schon bitte. Bitte Wasser und Brot statt Kaviar. Wurden Sie gut behandelt? Arme Nathalie. Das Blitzlicht betont Ihre Gefängnisblässe. Du hast die Presse bestellt, stimmt's? Wundert dich das? Komm, geh zu ihr und schließ sie endlich in deine Arme. Sie zerfließt bestimmt schon vor Sehnsucht nach dir. Dann steht dir nur morgen in der Presse und du siehst Hannes nie wieder. Du verdammtes Miststück. Tja, mein Lieber. Quid pro quo.